Neue Folge, neues Glück in Story of Seasons, Pioneers of Olivetown. So, es regnet wieder. Ich sehe es gerade. Wie soll ich denn da jemals Honig fertig kriegen? Naja, nun gut. So, die Möhren sind fertig. Der Reis. Ah, das war, glaube ich, doof gewesen, den Reis so zu pflanzen. Naja, egal. Oh, 6er-Karotten. Feldfruchtprofi. Ein Feldfruchtprofi bin ich. Oh, ist das toll. So, was haben wir hier jetzt noch? Irgendwas zum Ernten? Nein, 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 haben wir nichts zum Ernten. Auch nichts. So, dann Holz abholen. So. Dauert zwar 6 Stunden, aber ist egal. Wir müssen ja hier irgendwas verarbeiten, ne? So. Da habe ich auch schon fast wieder 1000 voll. Gut, ich bin erst bei 253, aber trotzdem. Wenn ich es drauf anlegen wollen würde, könnte ich das locker hier auch noch voll kriegen. Das muss der beste Honig werden überhaupt. Das war eine. Es war eine 10er-Rose, ne? Na komm, Caro möchte noch ihr Fell abhaben oder ihre Wolle. So, dann noch die Eier abholen. Dann können wir schon wieder Raina besuchen. Was mache ich denn da? Eier abholen. Und ich renne dahin, ist klar. Meine Güte, wo war ich jetzt gerade? So, wie sieht mein Skill eigentlich aus in der Richtung? Schürfen bin ich fast fertig. Kochen, Tierpflege, kultivieren, Feldarbeit. Noch weniger Energie, Flächendeck ist sehen, von Samen möglich. Okay. Abholzen. Puh, da ist aber noch einiges, was ich machen muss. Hei, hei, hei. Also, soweit eigentlich alles in einem ausgeglichenen Rahmen, sagen wir es mal so. So. Zack, zack. Immer alles hier. Kann ich nicht irgendjemanden haben, der für mich diese ganze Arbeit übernimmt, das immer alles reinzupacken? Ich bräuchte einen Online-Server, wo 2 Leute drauf spielen können. Dann kann der eine mal dann für den anderen übernehmen. Wenn es dann in Echtzeit wäre. Ich glaube, die Vögel hatte ich schon, ne? So. Dann bringen wir. Hier nichts weg. Hier wollte ich Sachen wegbringen. Hier nämlich. Das aus den Steinen kann ich nochmal Wege machen. Passt. Und Steine hole ich jetzt eh gleich nochmal. Ich will nur ganz kurz die Kochutensilien wegbringen. So, Milch, Milch. Okay. Sind dann Samen, die ich herstellen möchte. Das heißt, die packe ich jetzt. Aha, verdammt, das geht gar nicht. Ah, ja. Hm.
Ja. Ja. Was ist das denn? Warum habe ich davon nur eine Studentenblume? Das fuchst jetzt gerade so ein bisschen, aber okay. Dann den haben wir mal wieder rausholen. Und wir gehen ganz kurz ins Steinbrechertal. Gucken, ob wir Orichalkos finden. Allgemein den Skill ein bisschen verbessern. Ich würde mal sagen, hier haben wir einiges zu abbauen. So. So macht das keinen Sinn. Macht auch nicht wirklich mehr Sinn, aber egal. Viel Orichalkos ist jetzt aber hier immer nicht. Einer nur. Schade, dass es nur so wenig ist, was ich diesmal bekomme. Wie meint das da jetzt am besten? So. So. Ich glaube, jetzt habe ich alle abgebaut, ne? Und hat mir das jetzt im Skill irgendwas gebracht? Oh, nicht wirklich viel. Zurück zum Hof. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr. So. Achso, ja, hier wollte ich ja. So, damit ich da nichts mehr bauen muss, abbauen muss, mache ich mir dahin jetzt Wege. Da sind sie. So. Und schon passiert da nichts mehr. Schade, dass man hier nichts hinbauen darf, aber okay. Ja, ist in Ordnung. So, hier habe ich, hier habe ich. Hier fehlt noch. So, da hoch kann ich auch noch. Lieber Baum, du stehst im Weg. So. Danke. So. Gut. Ernsthaft, mir fehlt noch ein Weg. Danke. So. So, und jetzt wieder schön hinstellen. Und der andere ist da. Die Buttermaschine. Gut. Ja gut, die hätte ich jetzt ein bisschen weiter alle da nach rechts schieben können. Für die Einheitlichkeit, aber das ist erstmal egal. 3 Orichalkos. Das war jetzt echt nicht gerade viel, was ich da bekommen habe. So. Gut, aber ich wollte jetzt auch noch zu Rayna.
kurz hier noch ein bisschen Geld machen. Geld, 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 Geld. Nein. Nein, 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 nein. Das gibt mir alles kein Geld. Da die Steine noch. Ist wie gesagt nicht viel, was ich hier bekomme, aber es ist jedenfalls etwas. Von dem her bin ich glücklich über jedes bisschen, was ich bekomme. So. Au. Bald habe ich auch mein Silber voll. So. Hartes Holz, 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 Harz. Ich glaube, das ist alles, ja. So, dann kann ich jetzt mal rübergehen zu Rayna. Warte, ich fahre mit meinem Roller rüber. Wetten, Event? Wetten, Event? Weil wir haben jedes Mal ein Event. Jedes Mal. Als ob ich es nicht geahnt hätte. Trople, da bist du ja. Ich wollte etwas mit dir besprechen. Vor kurzem sind die Tiere plötzlich losgerannt, wie wild. Ich bin ihnen nachgelaufen, aber dann ist mir eine scheußliche Gestalt in die ein scheußlicher Gestank in die Nase gestiegen. Weiß nicht, woher er kam. Wenn das wieder vorkommt, stresst das die armen Tiere. Das klingt nach einer Aufgabe für die Meisterdetektiven Cindy und Mikey. Jawohl, wir kommen mit jedem Fall klar. Und wenn er noch so scheußlich stinkt. Ein komischer Gestank hat die Tiere also plötzlich wahnsinnig gemacht. Hm, was meinst du, Trupley? Wo kommt er her? vielleicht die salzige Meeresluft? Nein, die hätte ich erkannt. Das war es bestimmt nicht. Mir wird ganz schwindelig, wenn ich nur daran denke, so überwältigend war das. Ich weiß was, das muss ein Monster gewesen sein. Hier ist bestimmt ein Monster herumgeirrt. Was? Es war schon ein furchtbarer Gestank, vielleicht könnte es sogar ein Monster gewesen sein. Oh nein, oh nein, oh nein. Was machen wir jetzt, wenn das Monster wütend wird und das Dorf angreift? Was ist das mit uns? Wir müssen etwas tun, sonst wird Olivia zu groß, Gruselmonsting. Genau, aber was? Wir basteln eine Niespulverbombe. Dann erledigen wir das Monster, während es mit Niesen beschäftigt ist. Hm. Wir brauchen also eine Menge Pfeffer oder so, was es zum Niesen bringt. Ja, ich denke, das klappt am ehesten. Also, Pfeffer. Na, super. Jetzt erstmal auf den Pfeffer verzichten. Erstmal mit Rayna wieder flirten. Raynachen. Schnuckiputz hier. Ein Vollgrüt für dich. Ich bin gespannt, ob wir jemals mehr Besucher im Museum kriegen. Mit den vielen Touristen hat Victor viel mehr Arbeit auf dem Tisch. Es freut mein Herz, ihn so erfüllt zu sehen. Und jetzt haben wir hier den Schmetterling, ne? Skulpturstatue. Schmetterling. Gespendet am 1. Jahr Herbst 23. Moment. Übersetzungsfehler. Wir haben ja jemanden bei uns, der hier die ganzen Fehler aufschreibt, netterweise, in der Community, und die dann an Marvelous schickt. Hier ist ein Übersetzungsfehler, ne? Year, hier müsste Ja stehen. Danke. Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Oder vielleicht schon, aber war mir gar nicht so bewusst. Oder ich habe es wieder vergessen. Manchmal bin ich ein Schussel. So. Okay, wir brauchen eine Schnur, einmal Pfeffer und einen festen Stoff und Miesmuscheln. Alles kein Ding, kann ich alles mitbringen. So, was waren das jetzt? Das waren Melonen, ne? Sogar gute Melonen. Räusper, räusper, räusper. Aber die wachsen jetzt nicht mehr so optimal. Nein, nein, nein. Die wachsen nicht mehr so gut. Also, wir brauchen fester Stoff, Pfeffer und Seil. Also, Pfeffer wäre doch gepfeffert, wenn ich das nicht hinkriege. Aufteilen, einer. Danke. Ach, die Miesmuschel habe ich vergessen. Na egal.
Dann ein Seil haben wir doch hier. So. Und die Miesmuscheln. Ich glaube, es waren drei. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn ich jetzt einen zu viel habe. Okay. Dann ist das so. Ach stimmt, wo bin ich im letzten Arena? Bin ich jetzt schon beim sechsten Herz? Nein, noch nicht. Ja, ich bin beim sechsten Herz, aber noch nicht voll. Oh Mann, das wird dauern. Juhu, ich darf mit meinem Motorrad fahren, mit meinem Roller, wie auch immer. Yay, dem... So. Alles aussteigen. Wir sind angekommen beim Bürgermeister. Ah, zwei Miesmuscheln. Okay. So, und alle Aufträge erledigt. Merci. So, das ist erledigt. Und wir können wieder zurück. So. Oh, die Samen sind fertig. Das ist auch wunderbar. So, die Rosen haben... Was war das bei den Rosen? 3 Tage, ne? Genau, im Herbst 3 Tage. Wunderbar. Gut. So, dann hatte ich hier nochmal einmal Rosen, ne? Genau, ein Zweierpack Rosen habe ich. Die brauche ich gar nicht mehr. Weil ich dafür nämlich die habe. Das heißt, die können eigentlich rüber. So, ich habe 2 Rosen da. Sekunde, das kann darüber. Das heißt, die könnte ich eigentlich sogar verkaufen. Ha. Wie lange brauchen die denn zum... müsst ihr erst mal gucken. So, hier nehme ich 6 Stück weg. Weil 2 kann ich nur da reinpacken. Genau. So, Möhren, Möhren. So, wie lange brauchen die jetzt zum... die im Sommer und Herbst ausgesät werden können. Mit entsprechender Pflege wachsen daraus 7 Tage nach der Aussaat wohlschmeckende Melonen. Yep, das hat sich dann erledigt. Danke. 7 Tage passt leider nicht mehr in meinen Zeitkalender. I'm very sorry, sorry. So, die Möhren verkaufen wir mal. Ist nochmal gutes Geld. Deine Miesmuschel kommen weg damit. Kriegt kein Hahn nach. Das brauche ich. So. Die Mayo nehmen wir mit. Was wollte ich denn? Ach. Ich wollte... Komm, mach ich die erstmal leer. Ich kann die anderen schon nicht mehr sehen. Selbst wenn es weniger Geld ist. Aber erstmal leer machen. So. Ich weiß, ich kann jetzt die ganzen Goldbarren noch abholen. Eigentlich habe ich jetzt zurzeit erstmal genügend Gold, oder? Ich könnte mich eigentlich mal wieder um Silber kümmern. Ich glaube, das mache ich dann jetzt auch erstmal. Ach, wenn ich doch nur so viele Orikalkos hätte, das wäre noch viel angenehmer. So.
Ah. Gut. Das kann rüber. Hierhin. Dahin. Milchprodukt rüber. Weizen rüber. Greifmodus ändern. So, was kann ich denn kochen? Haben wir irgendwas zum Kochen, was ich noch nicht kann? Nope. Nope. Oh. Das ist was Neues, was ich noch nicht habe. Den Rest kann ich alles. Was fehlt mir denn für Pizza? Käse. Bei Kuchen, was haben wir da noch? Da habe ich alles, okay. Achso. Hier wollte ich das jetzt einmal herstellen, ne? Höchste Auswahl. Und kochen. Gut, das wird jetzt, wenn es hochkommt, 4 Sterne. Sag ich doch, 4 Sterne. Und Getränke haben wir auch schon alles, ne? Brot hatten wir auch schon. Gekochter Reis dauert noch. Tee hatte ich noch nicht gemacht. Kräutertee auch noch nicht. Kaffee, Orangensaft, okay. So, dann einmal hier wieder neu sortieren. Nein. So, das sind die Ressourcen, die ich immer wieder verwende. Das heißt, es kann erstmal da schön rein. Zack, zack, zack. Das ist immer das, was ich der Rainer gebe. Halt, das muss ich tauschen. Damit die Reihenfolge stimmt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, mal eine kürzere Folge. Dafür aber mit ein paar kleinen Erfolgen. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Torhaut rein. Tschö, tschö.